Zuerst Fasten und Training. Beim Fasten wird das Reservefett angegriffen und verbrannt. Dem Körper steht in diesem Fall keine andere Energieträger zur Verfügung, da keine Nahrung aufgenommen worden ist. Und der Glukosespeicher sind beim Fasten nach zum Beispiel 16 Stunden Fasten Phase fast leer. Und weil bei diesem Zustand nun intensiv trainiert wird, beispielsweise mit Ausdauertraining, dann beginnt der Körper die Energie nicht nur aus dem Fett, sondern auch aus den Muskeln zu beziehen, da er natürlich Energie für das Training braucht und dort die Energie bzw. die Glucose gespeichert ist. Und es kann der Fall sein, dass bei einem intermittierenden Fasten zusammen mit Cardio-Training zu sogenannten Skinny Fat kommt. Also ich glaube, das haben einige von euch schon gehört, wenn sehr stark gefastet wird und immer nur Cardio-Training gemacht wird, dass es zum Beispiel zu Skinny Fat kommt. Und somit sollte natürlich neben kardiovaskulären Training auch Krafttraining betrieben werden. Darum geht es halt einfach, dass auch die Muskelgruppen beansprucht und trainiert werden. Und sich dünne Leute fühlen sich oft als, damit sie nicht definiert sind. Und das kann dann durch Krafttraining verbessert werden. Fasten und Bewegung können beide die Produktion von Wachstumshormonen erhöhen, was beim Abnehmen und dem Muskelaufbau helfen kann natürlich. Und deswegen wird häufig auch als natürlicher Trainingsbooster gesehen. Und um diesen Vorteil zu nutzen, sollte also regelmäßiges Krafttrainingsprogramm durchgeführt werden und ausreichend Proteine und Kohlenhydrate aufgenommen werden und regelmäßig dazu fasten, um die Wachstumshormone zu erhöhen und das erhöht anhalten zu lassen.